heute Self-Service BI. Mit dabei Jan Nerold. Hallo Jan. Hallo Mick. Es gibt ja verschiedene Aspekte, wenn man über Self-Service BI nachdenkt. Was wollen wir uns denn heute mal angucken? Wir gehen heute auf das Thema Berichtsanpassung ein. Berichtsanpassung. Das heißt also, ein Aufsichtsratsvorsitzender möchte gerne einen neuen Bericht haben oder einen Bericht angepasst haben, neue Daten drin haben, und das ist im Endeffekt die Herausforderung? Genau. Wir sind jetzt wieder im Kontext der Verkehrsunternehmen unterwegs und haben eben das Szenario, sei es der Aufsichtsrat, sei es das Land, sei es der Verbund, irgendjemand will von diesem Verkehrsunternehmen Zahlen haben und die sollen auf Papier gebracht werden. Und die gab es vorher noch nicht in dieser Form. Genau. Klassisch kann man da rangehen, die Daten sammeln, in Excel aufbereiten und ähnliches. Das mag für einzelne Kennzahlen auch durchaus das Mittel der Wahl sein. Mhm. Für wiederkehrende Analysen und Kennzahlen ist es sicherlich zu aufwendig. Das geht besser und das würde ich dir gerne mal zeigen. Da bin ich mal gespannt. Gut. Wir legen mal einen neuen Report an, was hier recht einfach geht. Voraussetzung ist, dass ich Anwender bin mit entsprechenden Berechtigungen. Und dann habe ich eben insbesondere das Recht, einen neuen Report zu machen. Und unser Report heißt jetzt Document Report 1. Genau, noch nicht so kreativ, der ist auch noch ganz, ganz leer. Ja. Und dann suchen wir uns hierzu aber mal ein paar Elemente, die wir gerne drin hätten. Nehmen wir zum Beispiel Klassiker, Fahrausweisarten über Preisstufen, ein typisches Pivot, was eigentlich in jedem Verkehrsunternehmen ausgewertet wird. Wir nehmen dazu nochmal die Verteilung der verschiedenen Tarifprodukte als Torte und um das Ganze noch auf die Karte zu bringen, die geografische Verteilung. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, hast du einfach nur per Drag and Drop deine Sachen, die du haben möchtest, in den Bericht gezogen? Genau. Wir versuchen überall da, wo es möglich ist, wirklich mit Drag and Drop zu arbeiten, weil das ist für den Anwender besonders einfach. Das sehe ich genauso. Wow. Okay, der Bericht ist fertig. Jetzt sehr einfach. Keine Kopfzeile, keine Fußzeile, Logo und so weiter. Das hätte ich in 10 Minuten jetzt auch noch hinzugefügt. Und wir suchen uns ein Szenario raus. Wir fokussieren mal das Zentrum, analysieren da 3, 4 Verkaufsstellen und das noch, sagen wir, am Anfang der Woche. Das sind die Daten, die wir eben reporten müssen. Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt richtig sehe, montags bis donnerstags die Daten in einem ganz speziellen Bereich, schauen wir uns jetzt an. Genau, und der Report bringt immer das auf Papier, was ich gerade auch sehe. Das heißt, ich rufe den jetzt auf, ich gehe in die Vorschau. Jetzt siehst du eben exakt das, was auf dem Schirm ist, ist in dem von mir selbst gestalteten Report auch zu sehen. Wow. Das heißt, da fällt das lästige Anfragen bei meinen Lieferanten. Können Sie mir mal einen Report bauen? Aus, kann ich gerade sagen. Genau. Und ich komme eben auch nicht in die Situation, dass ich die IT-Abteilung mit hereinziehen muss. Super, klasse. Vielen Dank. Sehr gern. Und auf Wiedersehen. Auf bald.